Gut, soll ich dir einen Tipp geben? Wo es vielleicht auch lang gehen könnte? Sag mal, wie sieht's denn da aus? Gut, okay, dann müssen wir woanders lang. Dann, geradeaus? Nee, 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 an, nach, links. Weiter nach links. Jetzt nach, ja, da geradeaus. Rechts. Geradeaus. Straße folgen. Hier alles gerade, ganz geradeaus. Da rein. Und dann direkt links. Links. Da rechts ist ein Durchgang. Jo, hier kommt's lang. Wir laufen, oder? Ja, wir laufen. Da, bleiben wir kurz stehen. Ich weiß nicht, ob ich Damage krieg, wenn ich dich abknall. Meine Fernkampf-Schnetzelwaffe. Ja, komm mal ran. Ich kann so schnell schießen, hör mal. Oder guck mal. Und jeder Schuss 300. Schlimmer als die Bulli morgens. Nervtötend auf jeden Fall. Juli? Ja? Gib's dir mal kurz, guck. So schnell baller ich. Und das ist ein Magazin, jeder Schuss 319 mindestens. Crit ist irgendwas bei 500. Nico, wie bist denn du rübergekommen? Rüber? Ich bin einfach gelaufen. Sprung. Oh, der tut weh. Alter, wie der sich an dich rangedingst hat. Leck mich echt auf eine Granate. Die Hände, ey, weißt du. B, die einfache Art zu kacken. Dreck sagt Spree. Nee, das wäre aber lustig. Ein Spee. Gehen wir geradeaus weiter erst. Da gibt's Loot, was zu verkaufen. Aber wollen die doch nicht, das ist langweilig. Grabsteine. Was sowas im Borderlands gibt, wundert mich irgendwie. Ich dachte, die schänden die Leichen und schmeißen sie in den Mülleimer. Ja, das können sie auch machen, solange sie noch nicht im Grab sind, die Leichen schänden. Grab die Kiste aus. Das war jetzt voll schwer. Ich warte in dieser Kirche schon seit 3 Stunden, dass jemand ausbuddelt, falls sie vermint gewesen wäre. Her damit! Finger weg von dem Schatz, Banditen! Verdammt, Kammerjäger! Du hast dieses Hyperion-Arschloch hergeführt! Ihr Banditen, lasst eure Waffen fallen und geht von dem Versteck weg! Los! Habt eine bessere Idee, Arschloch! Wir ziehen alle, wenn die Kirchenglocke zum dritten Mal schlägt! Okay! Ich nehm den Tipp, den... Ich nehm Mobley. Ich hab einen Raketenwerfer und du? Auch! Fertig. Muss nachladen. Glückwunsch. Ich hoffe, du nutzt sie sinnvoller als ich.
Die eine war ein Sniper, aber die ist nicht gut. Ah, hier ist noch eine Kiste. Alter, komm mal kurz her. Ja. An wen erinnert die dich? Yeah. Und jetzt sag mir mal warum. Alter, lass mal ganz die Gräber aufmachen. Hier ist nochmal Ellie. Nico? Woo! Ja, soll ich rüberkommen? Echt interessant, was in den Dinger drin liegt. Ich hab Iridium gefunden. Merke, es lohnt sich immer Gräber aufzumachen. Mhm. 18 Geld. What the fuck? Was ist das? 13 Geld. Nico, komm mal kurz. Steht da Scream? Nein. Ein Fußball? Oder ein Volleyball? Okay, nächste Quest? Oh ja. The Dust. Okay, Ellies Garage. Ist hier, oder? Nope. Ja, oh, die ist hier in Dust, aber... Geradeaus? Den Weg kenne ich. Ja, da ist der... Ich, nein, jetzt geradeaus. Links. Ich weiß, kenne den Weg, ich will nur ein bisschen jumpen. Ich muss richtig schön stilecht da rein. Fährst nur lang, ey. Halt Gott, die Backen, du hast mir echt nicht zu, oder? Kannst da ganz normal langfahren. Eingepackt. Danke, dass du mich besuchst. Ich habe ein nettes kleines Projekt für dich. Nippelpiercing. Zwischen den Hodangs und den Sephords tobt seit Jahren eine idiotische Fehde. Und ich glaube, die Welt wird ein klein wenig besser, wenn sie alle tot werden. Oder zumindest eine der Familien. Schnapp dir den Sprengstoff und die Familien. Alter, was denkst du, wie fett die Nippel von der sind? Auf Hodang-Gebiet? Machst dein Ding? Damit meine ich eine Menge Leute abknallen und dabei verdammt gut aussehen? Und hinterlässt das Sephord-Wappen als Visitenkarte? Dann düst du zum Sephord-Gebiet in den Heimsprengstoff. Allein tut's da nicht. Wir brauchen die Waffen von beiden Familien hier auf meinem Schrottplatz nach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwo alte Waffen rumliegen. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge... Alter! Neue Was? Granaten. Ich habe neuen Granatenteil. Macht 1300. Mal 7. Julian. Was? 1300 mal 7. Nett. Geh mal hier ein paar Sachen suchen. Im Kampf erhaltene Erfahrung plus 5,1%. Die Hodangs haben das als Wappen gewählt, weil sie auf dürre Weiber stehen. Und sie stehen auf dürre Weiber, weil sie Schlappschwänze sind. Das Wappen der Sephards ist der Klee als Glücksbringer, was eine ziemliche Ironie sein wird, wenn wir mit ihnen fertig sind. Jetzt geh mit dem Zeug zur Hodang-Rennstrecke. Mann, diese Hodangs werden so angepisst sein, dass sie es noch mehr bereuen werden, mich als Vivi nicht umgebracht zu haben. Was suchst du? Nichts, fahr los. Alter, du bist echt zu blöd, geradeaus. Das ist der drittgrößte Reifen auf Pandora. Der ganze Stolz der Hodangs. Sie werden tierisch frustriert sein, wenn der platzt. Wo geht's da lang rein?
Da. Ja, du bist so unfähig, ne? Dein Maul, Alter. Kauf dir Schinken. Ah, oh, Mann, falscher Hochgang, Teil Dingsbums. Du bist schon gar nicht mehr drin, ne? Nein, ich mach grad schon die Quest. Von der Karre raus. Alter. Alter, sind die stark. What the fuck? Da geht's glaube ich nicht lang. Einmal um drum, oder? Jupp. Ja, fahr weiter. Okay. Ja dann. Falsche Richtung zurück. Rechts. Da geht's nicht rechts lang. Da geht's rechts lang. Nein, da geht's nicht rechts lang. Fahr zurück in die Richtung, wo du gerade fährst. Nein, zurück. Ja, richtige Richtung. Ich glaub, da runter kommst. Nein, kommst du nicht. Fahr geradeaus weiter. Oh, Alter, ey, ernsthaft. Der Straße. Ach, wir tauschen Plätze. Boah, Alter, einmal ganz da rum. Komm, den machen wir noch. So fährt man Auto, oder? Ja, komm, scheiß auf den. Du bist das mit Abstand schlechteste Navi, das ich kenne. Finden wir unseren Weg auch so? Du bist mit Abstand inkompetenteste Fahrer, den ich kenne. Ich versperre dir den Weg. Perfekt, oder? Oh. Warte kurz mal. Warte. Willst du nicht gegen Thrasher kämpfen? Warte kurz mal. Jetzt. Rechts. Nein, weiter. Geradeaus. Rechts. Der Vorfahrtstraße folgen. Was zur Hölle ist denn da draußen los? Piss mir ins Auge! Ist das Auge?